so schnell geht das. Wir sind gerade noch auf der Bühne und jetzt habe ich wieder neue Gäste oder Kandidaten, kann man auch sagen, hier für unser Metal-Quiz. Ja, die Konkurrenz wird sehr hart. Wir haben den Olli von Reckless Tide. Olli, ihr spielt morgen auf der Wetstage. Ja. Ihr seid mit ausgewählt im Metal Battle. Ja. Aufgeregt? Es geht um Plattenvertrag, habe ich gehört. Ja, aber also aufgeregt würde ich nicht sagen. Es ist halt spaßig, man war schon so oft in Wacken. Und mal von der anderen Seite alles so mal mitzunehmen und kennst du noch mal selber zu spielen, anstatt immer nur davor zu stehen. Das ist halt, macht halt sehr viel Spaß und aufgeregt ist man, es geht. Ja, und dann steht daneben der Götz, schwitzt auch schon gut vor sich hin. Ja. Götz, eben war der Wolf da, auch vom Rockart. Und hat sich gut geschlagen. Ja, du bist der Chefredakteur, du bist der Chef. Wenn das alles Fragen über New Metal sind, dann werde ich mich blamieren. Hoffentlich. Ja, der Wolf wusste auch nicht nur die Black Metal Antworten. Also, du musst dich anstrengen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass Wolf schlecht ist. Warten wir es mal ab. Seid ihr bereit? Ja, super. Ja, logisch. Alright. Oh, das ist echt einfach. Den traue ich mich gar nicht zu stellen. Ja, in welcher Band spielte Jason Newsted von Metallica? So, die erste Lampe war an. Das war der Olli. Alle drei haben sie gedrückt, danke, aber Götz. Der Olli war etwas schneller. Ja, das war Flotsam und Jetsam. Jawohl, richtig. Wer war der erste Sänger von Gamma Ray? Und schon wieder der Olli. Das war Ralf Scheppers. Jawohl. Wir hatten eben was mit dem Alkoholpegel. Der Wolf wusste zwar immer alles als erstes, aber brauchte immer länger, um drauf zu drücken. Wie sieht das bei dem anderen Rockhard aus hier? Beim Chef selber auch schon? Relativ nüchtern. Echt? Hoffe ich jedenfalls, ja. Wie viel Bier hast du bisher getrunken? Habe ich nicht gezählt jetzt. Aber ich habe nicht geschlafen heute Nacht. Wieso nicht? Deswegen bin ich wahrscheinlich langsam. Was hast du denn gemacht? Ja, es ist einfach zu heiß hier. Es ist das heißeste Wacken aller Zeiten. Aha. Ich habe gedacht, dass irgendwelche Mädels haben dich abgehalten. Und, nee, leider nicht. Heute Nacht nicht. Aber wäre schön, wenn ich das behaupten könnte jetzt. Echt? Sollen wir das ausschreiben? Ja, wir suchen eine Frau für Götz. Um Gottes Willen. Schickt bitte eure E-Mail an redaktion@harding-tv.com. Das heißt, wer will Götz? Das heißt, das ist vielleicht noch der nächste Quiz hier. Bin ich ja mal gespannt. Okay, wir warten auf die E-Mails. Super, da hat es sich gelohnt. Bei welcher Band hat Ross the Boss gespielt? Ja, und der Götz? Shaken Street und Manowar. Jawohl. Und bitte nochmal hoch. Wow, das sind Töne hier. Das ist lauter als im Omic die True Metal Stage hier. Meine Ohren gehen kaputt. Ja. Die Mitglieder welcher Bands gründeten SOD? Und der Olli? Anthrax. Unter anderem. Ja, aber ich will sie alle wissen. Ach so, Scott Ian, Dan Leica, Billy Milano und Charlie. Ja, und in welcher Band war zum Beispiel Dan Leica? Der war bei Nuclear Assault. Ja, stimmt. Richtig, das ist halt mehr als, das ist so mit kompletter Erklärung, das ist so wie bei, danke. Wie bei Günther, ja auch. Ich möchte CD1 eingespielt haben, Titel 1. Olli, und wer auch? Das war Hammerfall. Ich glaube mit Hammerfall. Jawohl, wow. Erklär mir mal bitte, woran du das erkennst. Ich habe mir die erste mal gekauft und ein paar Mal gehört. Keine Ahnung, setz dich fest. Echt? Also ich habe bei sowas immer echt Schwierigkeiten. Was ist das bei dir, Götz? Kannst du das so? Ich hab das jetzt nicht erkannt, ne. Schwimmen wir noch, aber... Naja, super. Also das ging auch wirklich sehr schnell. Okay, Titel 2 bitte. Ja, der Titel 2 kommt jeden Moment. Ja? Der fängt ganz ruhig an. Ja, der Olli. Das war Metallica, Fade to Black, glaube ich. Jawohl. Jetzt weiß ich auch, warum, Götz und ich haben nämlich eben philosophiert, warum ihr nicht eure hübsche Gitarristin Susi hochgeschickt habt, dass sie, weil das hätte ja auch gut ausgesehen, aber ich glaube, die wussten, dass du viel... Ich weiß nicht, ich wurde hier so ein bisschen reingeschubst, aber es macht Spaß. Okay, der nächste Titel bitte. Schon wieder der Olli als erstes. Das war I Made in 2 Minutes to Midnight. Thank you very much. Wow. Nächster Titel, das geht ja richtig schnell. Haben wir auch mitgespielt? Ich gebe dir nächstes Mal das Mikro und drück für dich. Okay. Ich habe gesagt, wir müssen ihm einen Punkt geben, oder? Und einmal hoch, bitte. Jawohl. Keine Ahnung, was war das? Das war? Ich kenne, glaube ich, AC/DC, oder? Nee. Falsch, oder? Keine Ahnung, das Iron Maiden.
Wollen wir den Titel nochmal einspielen, den gleichen bitte? Das war Metallica. Darf man drücken oder? Ja, der Götz. Also Metallica war das. Militia. Ja, wow. Super, stimmt. Alright. Ich hätte gern Titel 5. Der Olli. Pantera is love. Richtig. Schwitzt ihr genauso wie ich? Ja, wie die Sau. Obwohl du dieses Outfit anhast. Ich möchte gern, bevor wir den nächsten Titel hören, möchte ich was haben. Ich möchte gern einen Bauchvergleich haben. Ich möchte jetzt eure Bäuche sehen. Macht ihr das für mich? Oh! Jawohl, ich möchte den Bauchvergleich machen. Ich habe aber auch schon so oft gezeugt in meinem Leben. Okay. Aber dass die Kamera das schön reinkriegt. Die sind ungefähr fast gleich. Boah, das ist sexy. Also eben hatten wir den besten Endergebnis, nämlich 666 beim Metal Quiz. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall Bauch, Bauch, Bauch. Also damit seid ihr auf jeden Fall auch schon mal Gewinner. Wir haben es drauf. Da möchten wir aber auch alle drei einen Preis haben, ne? Ja. Was möchtest du im Kreis haben? Bleib so, Götz. Möchten wir auch alle drei einen Preis haben? Alle drei einen Preis? Wir teilen uns den. Aber ich kann ja mal meine Regie fragen, meine Redaktion, ob ihr vielleicht alle so eine kleine süße Flasche Jim Beam bekommt. Ja? Alright, liebe Regie, ich hätte aber trotzdem gerne noch einen Titel, auch wenn die Bäuche mich jetzt verwirrt haben. Das war gar nicht. Dankeschön. Metal. Jawohl, und was sagen meine Kandidaten jetzt? Jetzt habe ich sie verwirrt. Juhu, juhu, juhu. Das habe ich nämlich heute noch nicht geschafft. Das wissen Sie nicht, das wissen Sie nicht. Das war aber ein Insider. Ja. Jetzt, ne? Bitte? Das könnte von jeder zweiten Heavy-Metal-Band gekommen sein. So. Wer hört ihr das dann, wenn der Gesang kommt? Wollen wir es mal länger ausspielen? Ja, ja, lass doch mal. Würde ich was sagen. Mal dann drauf. Was könnt ihr nicht? Das ist nicht länger. Die haben das nicht länger auf die CD gespielt, das waren Schweine. Das ist, ich sehe das schon, das war ein ganz gemeiner Redakteur. Onk, ich weiß, du warst das. Ja, Ugly Kid Joe mit Heavy Metal. Aber irgendwie hatte Olli recht, das hätte ja von jeder Heavy Metal Band. Das muss ein Metal-Fan auch nicht erkennen können. Ja. Nein, das finde ich auch. Ugly Kid Joe, also, das war. Das müsst ihr nicht kennen. Ugly Shit? Nee. Nee, ne? Warum muss ich das nicht kennen? Auf jeden Fall nicht im Wacken, oder? Naja, gibt's die auch noch? Von Ugly Kid Joe. Ja, das gibt es, siehst du mal. Dass die sich getraut haben, einen Song so zu nennen. Ja, das, wirst du das da waren sie bestimmt besoffen, oder? Erstaunlich. Erstaunlich, ja, finde ich auch. Ich wundere mich auch. Okay, jetzt haben wir zwei traurige Fragen. Die traurige Frage: In welchem Jahr starb Cliff Burton? Der Götz. 1986. Weißt du, was das genaue Datum? Das war im Sommer. Ja. Aber nee, genauer weiß ich es nicht. Das war während der Master of Puppets Tour. Ja, genau. Ja, das war am 27.09. Ja. Alright. Dann haben wir noch eine Todesnachricht. Ist aber auch schon länger, länger her. Kurt Cobain. Ich weiß jetzt zwar nicht die Frage, aber 93, glaube ich. 94. Oh, wie 94. Sieht das mit den Punkten aus? Also wir haben 8 Punkte für den Olli von Reckless Tide. Hey. Okay. Wir haben... Wie, du sagst nein, Onk? Was? Doch, ist richtig. Noch mehr, ne? Ja, mehr, wir haben 3 Punkte für den Götz. Nicht gut. Keinen für mich. Ja. Ja, aber trotzdem, weil du so süß aussiehst mit dieser Gitarre, und das Outfit, finde ich, für den Outfit gibt es auf jeden Fall einen kompletten Punkt. Und ich würde sagen, ich gratuliere dem Olli zu der Flasche Jim Beam. Darf ich dir die geben? Dankeschön. Olli, deine Flasche. Aber ich finde, wegen den Bäuchen müsst ihr euch die teilen. Oder wir kriegen noch welche für euch. Ja, ich danke euch. Wir kriegen schon ab jetzt. Ich hoffe. Olli? Okay. Gebt ihr? Schön was. Gell's? Alles klar, ich danke euch vielmals. Und wir schalten jetzt wieder rüber zu unseren Livebühnen hier in Wacken und ich gehe duschen. Bäh, ich